Peter hier. Ich bin Sebastian und ich freue mich sehr, dass du dabei bist, weil es geht mit einem wahnsinnig coolen Riff weiter. Und zwar geht es um No Quarter von Led Zeppelin. Gleich mal ganz wichtig für dich ist, dass wenn du dir die Originalaufnahme anhörst, dann klingt es da in Cis. Okay? Cis oder Des, wie auch immer. Wenn es aber live gespielt wird, dann wird's in D gespielt. Heißt also einen Halbton höher. Woran liegt das? Meinen Informationen nach wurde die Aufnahme, nachdem sie fertig war, bearbeitet. Und damals waren die Aufnahmegeräte noch nicht gut genug, um die Tonlage beizubehalten bei Bearbeitung. Das heißt, durch die Bearbeitung ist das Ganze einen halben Ton tiefer geworden, sozusagen, um es zu erklären. Okay? Und einfach, dass du direkt mit der Aufnahme mitspielen kannst, erkläre ich es dir in Cis. Und dann nochmal, falls du dann mit einer Live-Version mitspielen willst, einfach das Ganze einen Halbton höher auf D anfangen. Ja, das sind die wichtigsten Informationen. Noch wichtig ist, einen Sound zu nehmen, der wenig Verzerrung hat. Also du solltest ein Mittelmaß finden, also bitte, bitte auf keinen Fall einen High-Gain-Sound und versuch auch kein Echo zu verwenden und den Reverb relativ gering zu halten. Also ist fast nicht zu hören. Aber das ist das Wichtigste für den Sound. Okay, also es geht los. Damit. Also Slide von vom zweiten Bund auf der A-Seite. In den vierten Bund. Und dann spielen wir einen Cis-Power-Chord. Und zwar dreimal, also bam, bam, bam. Das kommt dann direkt nochmal. Und dann das dritte Mal spielen wir nur, also Slide. Und dann einmal spielen. Man kann es auch so spielen, also Slide. Und dann die Töne vom Akkord einzeln picken. Das heißt, Slide und dann den Akkord greifen hier und die D und dann die A-Seite picken. Dann wird es so gespielt, also wir spielen praktisch, wir greifen einen Fis-Power-Chord im zweiten Bund. Und also wir greifen den und dann picken wir die leere E-Seite und hämmern mit dem zweiten, im zweiten Bund auf das Fis. Und dann wieder dreimal. Bam, bam, bam. Eins, zwei, drei. Und dann kommt ein E-Powerchord. Es hört sich auf der Aufnahme so an, als würde nur das H gespielt werden, also nicht der ganze Powerchord. Praktisch nur der zweite Bund auf der A-Seite. Versuch den zu betonen, das ist wichtig, okay? Also jetzt mal bis dahin. Das ist der Schlusslick. Der geht so, leere E-Seite, dann vierter Bund auf der E-Seite, zweiter Bund auf der A-Seite, wieder zurück auf die 4 E-Seite und dann zweiter Bund D-Seite und vierter Bund A-Seite. Thank you.
spiel's nochmal bis dahin schön langsam. Okay, jetzt nochmal auf vollem Tempo. Ja, das war's. Und wie gesagt, das hier ist, ich sag's nochmal, bevor es Fragen gibt, in Cis klingt's auf der Originalaufnahme, so wie ich es jetzt gerade gezeigt habe. Und wenn du das aber mit einer Live-Version mitspielen willst, dann musst du das Ganze einfach 1,5 Ton hoch verschieben, okay? Sollte kein Problem sein. Ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Lick oder beziehungsweise mit dem Riff und freue mich auf dich beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.